Zurück bei Paper Mario Sticker Star zum zweiten Level der Wüstenwelt. Das erste hat mich schon ordentlich herausgefordert. Wir sehen hier auf jeden Fall schon das Ziel des Levels. Okay, wir kommen direkt hier hin. Ich hoffe, ich habe jetzt im Anfangsbereich nichts vergessen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir über diese Röhre jetzt schon direkt dahin kommen. Komm, geh weg. Nehmen wir den auch nochmal mit. Man weiß ja nie. So, hier kommen wir auf jeden Fall noch nicht hoch. Hier würden wir jetzt hochkommen, wobei... Kommen wir dann überhaupt nach links? Was haben wir hier noch? Da ist ein KP Plus. Okay. Auch gut zu wissen. Hier haben wir nochmal eine Tür. Okay, ich glaube, hier muss ich mich einfach fallen lassen dann, ne? Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Eingang. Eieiei. Okay, das ist wieder sehr durcheinander, das Level hier. Ach du Scheiße. Nein, und hier sind auch wieder diese Sombrero-Typen. Wenn es nicht so laggen würde, aber es reicht trotzdem. Gut. Darf man den Push natürlich auch nicht so krass verbrauchen, weil die sind so ein bisschen meine Lebensretter. Okay. Ja, hier sind halt echt einige seltene Sticker, ne? Ich nehme den jetzt nur. Oh, okay, ich nehme den nicht mehr mit. Okay, komm, egal, wir lassen es erstmal sein. Ja, hier, wie gesagt, müssen wir wahrscheinlich runterspringen. So, hier hätten wir nochmal Blöcke. Aber auch dich ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich habe echt keine Lust auf den Gegner. Dann gehen wir mal hier rein. Dann müssen wir uns erstmal hier orientieren. So. Hier haben wir erstmal eine normale Tür. Okay, das sieht ein bisschen strange aus. Ja, tatsächlich. Okay. Dann gehen wir hier weiter. War aber eigentlich auch klar, dass hier irgendwas sein muss. Okay, das ist jetzt hier noch. Bleiben wir erstmal auf dem rechten Weg, würde ich sagen, damit wir uns hier nicht verlaufen. Was entfernen. Da geht es schon wieder nach draußen. Da ist ein Heilblock. Wichtig. Vielleicht zwei Ausgänge. Wait, what? Das ist... Nein, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Du kannst mir nicht sagen, dass hier jetzt schon das Ende vom Level ist. Ich würde jetzt hier schon nach oben kommen. Aha. Okay, habe ich es mir nur gedacht. Boah, ich dachte schon, was? Wofür ist denn dann der ganze restliche Bereich? Das kann ja nicht alles nur Bonus sein. Okay. Gut, dann gehen wir als nächstes, würde ich einfach mal sagen, in die Mitte.
Ah ja, gut, das war auch wieder dumm. Wobei ich schon wissen möchte, was da auf der anderen Seite ist. Wenn wir da jetzt weitergehen. Ich denke mal nicht, dass es nur für Münzen und den Gegner war. Okay, wir kriegen hier noch einen Hüpfpushen. Ja, das war auch nicht so toll. Aber könnte theoretisch der einfache Hammer reichen. Ja, oh, exakt. So, lass mich jetzt bitte in Ruhe. Ich möchte einfach nur den Hüpfpushen aufsammeln, damit ich wieder einen neuen Hüpfpushen im Inventar habe. Danke, der geht auch schon weg. Gut. Gucken wir noch, was hier drin ist. Glitzerhammer. Wait, wir sind hier. Das hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Ja, hier kann ich auf jeden Fall rein. Aber das ist ja auch nur für Bonus. Aber ist das jetzt wirklich nur für diesen besonderen Sticker? Weil das hilft mir halt jetzt immer noch nicht. Ich weiß dann immer noch nicht, wo ich jetzt hin muss. Ja, ich meine, klar, ist gut, dass wir den haben, aber... Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wo ich jetzt hin muss. Jetzt gehe ich wieder nach draußen. Auch da keine Ahnung, wie man da hinkommt. What? Ich bin jetzt schon wieder so verwirrt. Irgendwo muss es doch für mich lang gehen jetzt. Ich habe jetzt so gefühlt schon alle Wege ausprobiert. Gibt es noch irgendwo einen Geheimweg oder sonst was? Hier war auch nichts mehr. Nee, hier ist nichts. Ich gehe doch nochmal zurück zum Anfang. Vielleicht gibt es doch irgendwo nochmal eine zweite Röhre in diesem Anfangsbereich. Da haben wir uns auch gar nicht umgeguckt. Ich wüsste echt nicht, wo ich hier noch hin soll. Ich habe, wie gesagt, jetzt schon sämtliche Wege überprüft. Also hier gibt es auf jeden Fall noch... Ja, aber... Nichts Relevantes scheinbar. Nee, das war schon richtig so. Da oben muss man ja auch noch irgendwie rauskommen. Also ich hab echt keine Ahnung. Da hinten ist auch noch was, oder? Ja, hier ist noch ein Raum. Boah, der ist so ganz asozial versteckt. Ich sehe nichts. Aha. Wo komme ich jetzt raus?
Da! Das ist der Weg, den ich gesehen hatte. Ziel erfasst. Wiederhole. Ziel erfasst. Panzerkick 1 hatte Sichtkontakt. Over. Panzerkick 2 in Alarmbereitschaft. Ziel scheint gepanzert. Over. Panzerkick 3 feuerfrei. Den jagen wir hoch. Over. Feuer nach eigenem Ermessen. Over. Direkt hinter dir. Over. Direkt hinter dir. Over. Panzerattacke öffnen! Okay. So, versuchen wir es mal wieder mit Stickerrad. Mein Gott, ich krieg's nicht hin. So, Nummer 1 ist weg. Drei sind noch übrig geblieben. Okay, hier nehmen wir jetzt einfach einen normalen Hammer. Hatte ich nicht auch noch? Genau, hier hätte ich auch noch benutzt. Perfekt. Kampf verloren. Over. Wunderbar. Das ist jetzt unsere Brücke. Da drüben hin. Jetzt müssen wir den ganzen Weg hier wieder zurück. Aber... ob wir dabei sind. So, das 100 Jahre, bis es runterfliegt. So, zurück nach hier unten. Okay, jetzt muss ich mich mal gerade orientieren. Genau, jetzt geht's wieder hier lang. Jetzt können wir uns nochmal heilen. Ich denke, den abgenutzten Sprung nehme ich auch nochmal mit. Geht's hier nach draußen. Aber noch ist das Level nicht zu Ende. Erstmal müssen wir jetzt leider einen großen Umweg gehen, aber den schneide ich für euch raus. Denn wir werden es jetzt hier fallen lassen, damit müssten wir zum Kabel Plus kommen. So sieht's aus. Ich darf halt nochmal den ganzen Weg dahin gehen, aber das ist, denke ich, in Ordnung. Thank you.
So, ich schnappe euch den Weg raus. Bis gleich. Auch hier beenden wir das Level noch nicht. Ihr seht schon, hier links ist nur eine Tür. Das wollen wir natürlich auch noch alles überprüfen. Auf euch habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Lust. Darauf habe ich aber schon deutlich mehr Lust. Ein weiteres Dings für unsere Sammlung. So, da oben hätten wir noch irgendeinen Block. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Wir gehen mal nach oben. Lass mich in Ruhe, danke. So, wir gehen mal kurz in unser Stickeralbum und ordnen das Ganze. Jetzt muss ich mich mal orientieren. Hier haben wir die ganzen Hämmer. Oh, den dürfen wir auf gar keinen Fall einsetzen. Okay, hier haben wir einen normalen Sprung. Ja. Wird nämlich wichtig zu wissen. Für das, was jetzt gleich kommt. So, ich hoffe, ich lande auch richtig. Ja, ich lande richtig. Du meine Güte, Mario, du hast es den ganzen Weg bis hier hoch zur Zungenspitze geschafft. Du beeindruckst mich. Nein, nicht wirklich. Nein, wirklich. Ich will dir sagen, was mir gerade auf die Zunge liegt, aber dafür bin ich viel zu eine feine Dame. Bald ein falsches Kompliment einfach für dich, du Bösewicht. Du bist so garantiert hier, um irgendwas Mieses auszuhacken. Gib's doch zu. Der gib mir Zeit, um etwas Mieses auszuhacken. Das klingt in meinen Ohren doch allzu schäbig. Außerdem, von meiner Sicht aus, mein Schätzchen, seid ihr beide die Bösewichte. Schließlich belästigt ihr mich ja ohne Unterlass. Wie auch immer, Kerstin war der Name. Du belehrst es vorzüglich, meine Liebe, da ich annehmen, dass du vom Stickerstern bist. Ja, aber natürlich ist es so wie interessant. Ich würde es doch jedoch trotzdem sehr schätzen, wenn du und deine bemitleidenswerte schwache Freund wie Konfetti davon wehen würdet. Oh, welch außergewöhnlicher Ort für einen Kampf, findet ihr nicht? Ich würde sagen, dass sofort ein besser Extra wird, meint ihr nicht? So, ich merke mir auf jeden Fall den Hüftpushen. Und den normalen Sprung. Wie viel KP hat er? Hey, was hast du da gemacht? Ja, schaut sich eine Mario mächtiges dicke Arsenal an. Da bekomme ich ja die Angst. Wer könnte sich schon einer mächtigen Auswahl an Alltagsfußkleidung entgegenstellen? Ich befürchte sogar, dieses Mal könnte ich den kürzeren ziehen. Komm, wir machen den Spezialgewinn dieses Mal. Sehr schön. Kostet natürlich ein bisschen mehr Münzen. Aber wir kriegen die Münzen ja sogar zurück. Zumindest teilweise. So, und dann fangen wir mit dem Hüftpushen an. Nehmen wir noch den mit dazu. Und auch den. So, vielleicht reicht der Pushen ja schon. Ja, aber damit umzugehen ist auch alles andere als einfach. Leider eine Verschwendung von Hüftpushen. Ich dachte, das Timing wäre trotzdem exakt gleich, aber irgendwie.
Der große Mare kommt sogar tapfer bis zum Ende von der Magie ungebrochen. So mutig. Soll auch nicht beeindrucken. Natürlich bist du es nicht wirklich, du nicht wahr? Nein, ich weiß genau, dass deine kleine Freundin Kirsti dich mit aller Art von Zickern versorgt. Schaut mir, als wäre diese Angelegenheit unvermittelt interessant geworden. Fürwahr, ich fieber unserem nächsten Kräftemessen entgegen. Bis dahin, adieu. Dieser üble Kerl. Bah. Hey, schau mich an. Ich reite auf einem Besen und fand Sticker schon so toll, bevor es trendy war. Pff. Der hat doch keine Ahnung von der Macht des Sticker. Und er ist ein schlechter Verlierer. So, jetzt kehrt alles zurück. Und wir sind deshalb hier. So. Tafelstück. Ich weiß noch nicht ganz, wofür wir das brauchen, aber es wird, denke ich, auf jeden Fall noch früh genug relevant sein. Okay, wir werden jetzt von der Zunge eingefahren. Wo genau kommen wir jetzt raus? Ah, wir werden wieder nach oben gefahren. Sehe ich das richtig? Ah, wir kommen jetzt da beim Block raus, wo ich mich gefragt habe, wie wir da hinkommen. Okay. Hier haben wir nochmal einen Powerblock. Perfekt, dann müssen wir jetzt nur noch an den Knochentrocken vorbeikommen. Genau. Wunderbar, und dann können wir das Level beenden und haben das zweite Level dieser Welt erfolgreich geschafft. Das ist viel Geld. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir beenden damit auch diese heutige Folge. Danke schon wieder fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann im dritten Level dieser Welt weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.